Bericht über Luis Serra. Name Luis Serra Navarro. Alter 28. Geschlecht männlich. Serras Name tauchte erstmals öffentlich in einem Studentenregister auf. Aus der Zeit davor sind keinerlei Aufzeichnungen gefunden worden. Nicht einmal eine Geburtsurkunde. Nach Abschluss seines Studiums trat er seine Stelle in Umbrellas Forschungsabteilung an, wo er sich schnell einen Namen machte und sich den Zuspruch seiner Mitarbeiter verdiente. Er war an der Entwicklung mehrerer nicht verschreibungspflichtiger Medikamente beteiligt, die jedoch allesamt noch vor ihrer Marktreife eingestellt wurden. Liste liegt bei. Ein paar Jahre später verließ Serra Umbrella und verschwand von der Bildfläche. Nach dem Vorfall von Raccoon City bemühen sich Behörden und Regierung, alle Personen mit Verbindung zu Umbrella aufzuspüren, konnten ihn aber trotz intensiver Suche nicht auffindig machen. Wir glauben daher, dass Serra sich aktiv und mit großem Aufwand um sein eigenes Verschwinden bemüht hat. In Hannigans Handschrift: Nicht verschreibungspflichtige Medikamente? Glaubst du echt, dass Umbrella einer ihrer Besten an irgendeiner Magentablette oder Faltencreme forschen lässt? Ja, das ist eine gute Frage. Eine verdammt gute Frage. Zur Kirche gehen. Unser nächstes Ziel. Oh mein Gott, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Ja, meine lieben Friends. Willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake. Ja, im letzten Part. Der Part war relativ sehr lang, ne? Ich gucke, dass der nicht ganz so lang wird in Zukunft, aber ich kann nichts versprechen. Ich bin momentan so gefesselt an dieses Game, dass ich mehr auf das Game achte, anstatt auf die Zeit. Ja, Leute, im letzten Part sind wir hier auch in diesem Zimmer schon recht originalgetreu dem Bürgermeister begegnet. Och, du Scheiße, Alter. Ja, der wollte uns packen, der wollte uns direkt quasi an die Gurgel, würde ich mal so sagen. Aber dann hat er auch gesehen, diese Gabe, mein Blut hat die Gabe angenommen, bla. Und, Alter, und wir haben gesehen, da war jemand am Fenster. Aber dazu sagt er nichts. Aber es war eine Frau in rotem Gewand. Eine Frau in Rot. Ja, sehr vertraut, würde ich sagen, ne? Was ist das? Oh! Na, sieh mal einer an. Oh, okay. Da können wir noch gar nicht hoch anscheinend. Oh, da können wir anscheinend... Ah, das bedeutet, wir kommen hier anscheinend nochmal später hin? Irgendwann? Ja, okay, aber anscheinend können wir jetzt erstmal hier noch nichts machen. Würde ich mal glatt behaupten. Denn, anscheinend... Ja, kann man erstmal hier nichts machen. Und was den Bürgermeister angeht... Der scheint auf jeden Fall eine andere Geschichte... jetzt eine etwas detailreichere Geschichte zu haben. Wie man im letzten Part in so einer Notiz gelesen hat, irgendwie keine Auslosung und dies, das, ne? Der sorgt sich die ganze Zeit um irgendeine Auslosung. Wahrscheinlich so eine Auslosung, wie lange der Bürgermeister dieses Dorfes ist, kann das sein? Eventuell? Boah, der, aber ohne Scheiß, der hat schon hier eine schicke Bude, muss man ja schon sagen, ne? Eine echt schicke Bude. Muss man ja sagen. Kann man nicht abstreiten. Aber der scheint jetzt weg zu sein, der Typ. Oh, was ist denn hier? Achso, immer noch so ein Foto. Immer noch ein Foto. Ach, guck mal. ist das nicht das Gemälde des Sees? Zum See, wo wir hin müssen? Naja, oder waren wir schon beim See? Nee, wir waren ja schon beim See, ne? Das Haus, wo wir Luis gefunden haben, war ja sogar am See. Irgendwie ganz crazy. Okay, können wir jetzt hier raus? Ja, wir haben ja... Was? Wir haben ja den Insignienschlüssel. Oh nein, wir hören was. Wir hören was jaulen. Ich höre was jaulen. Du auch, hm? Howie!
Howie lebt! Hey, ich helf dir! Pass auf dich auf, Kleiner. Boah, jetzt muss ich mich echt gerade ein bisschen zusammenreißen, nicht gleich loszuheulen. Alter, Howie hat's doch ins Remake geschafft, ey, und er lebt. Oh Gott. Oh, boah, mir kommen gerade ein bisschen die Tränen, ne? Weil ich weiß, es ist nur eine Spielfigur, ne? Es sind alles nur fiktive Charaktere, ne? Die existieren alle nicht. Aber dennoch, ne? Es ist ein Tier. Es ist, man weiß, dennoch, es ist ein Hund, es ist ein Wolf und dass er doch noch lebt und man weiß, im Original hilft er sogar ein. Als Dank, dass man ihn gerettet hat. Und, oh Gott, ey. Oh, ich bin so erleichtert. Ich bin so erleichtert, dass er noch lebt. Ach du Scheiße. Oh, wie schön. Einfach schön. Wirklich. Oh Gott, ich bin jetzt schon richtig zufrieden, muss ich sagen. Oh, kleiner Schlüssel. Können wir den damit einsetzen einfach schon? Nee, können wir gar nicht. Nur den hier, den Insignienschlüssel. Ein Schlüssel, der mit einer seltsamen Insignie verziert ist. Ja, das Zeichen der Los Illuminados. Okay, Leute. Boah, ist das düster hier. Wo sind wir? Teilweise erkennt man die Orte wieder und teilweise aber auch nicht. Ganz merkwürdig. Okay, hier gibt's sonst nichts. Kann man das hier kaputt machen? Nee, kann man gar nicht. Nee, die Munition schieße ich jetzt nicht. Ich verschwende keine Munition an irgendwelchen Metalleimer. Au. Da sehen wir schon wieder ein paar Dorfbewohner. Ach du Scheiße. Dieses Au. Das hat man auch im Original oftmals gehört. Aber nur ganz, ganz leise. Wie geil ist das denn bitte? Ach du Scheiße, wir sind wieder hier. Im Dorf. Das Dorf Pueblo. Und die Tür ist wieder zu. Die Tür ist wie von Zauberhand zugegangen. Leute, wir sind wieder hier. Es wird langsam dunkel, ne? Oh, ein Rabe. Oh, guck mal, diesmal ist hier nicht alles mit Dorfbewohnern befüllt. Hier ist immer noch alles leer. Oh nein, die Kuh. Oh, scheiße. Boah! Ach du Scheiße! Boah, bin ich erschrocken! Oh Gott! Oh nein, böse Hundis! Wir haben wohl einen guten Hund getroffen. Der war freundlicher. Gute Hundis, böse Hundis. Oh, tut mir leid. Boah, die sehen aber finster aus, Alter. Na komm. Ach du Scheiße! Holy shit! Na komm. Kommt her. Kommt! Seid nicht so schüchtern! Bäm, Alter! Na? Wie gefällt dir das? Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Na komm! Du auch! Bäm, Alter! So! Na komm! Bäm! Nicht getroffen? Oh, ich höre wieder irgendwelche Dorfbewohner. Scheiße, daneben. Ich sollte ein bisschen sparsamer sein. Wo ist der? Wow. Au, nicht gut. Gar nicht gut. Ha! Er ist down, Leute. Alles gut. Alles okay. Wir haben es geschafft. Oh Gott.
Oh Gott, boah, hab ich mich vorhin erschrocken. Die haben einfach den Turm zum Einsturz gebracht. Ist hier noch irgendwas Schönes? Ah, hier können wir ja auch einen kleinen Schlüssel finden, ne? Aber den haben wir gar nicht. Doch, haben wir wohl. Haha. Coole Sache. Ja, Mann. Oh, alter Kompass. Einen weiteren Schatz, den wir wahrscheinlich bestimmt verkaufen können. Beim Händler, wenn wir ihn demnächst wieder begegnen. Warum ist das hier eingestürzt? Was denn hier los? Mein Gott, ey, das Dorf sieht ja echt... Oh, scheiße! Na, ganz toll. Das Dorf sieht ja richtig hier jetzt zerstörter aus, als es ohnehin schon aussieht, ne? Okay, da kommen wir eindeutig nicht mehr hin. Da kommen wir auch nicht zurück. Nicht? Sind hier welche? Wow! Bam! In your face, Alter! Na, tot? Nein, doch nicht tot. Jetzt aber. Wie das Kleid sich noch hoch bewegt hat. Tut mir leid, ich möchte nicht mehr sehen. Tut mir leid. Oh, shit. War beinahe ein bisschen zu nah, kann das sein? Okay. Ist hier sonst noch etwas? Oh, die ganzen Details hier, ne? Das ist immer noch so schön. Ich liebe es. Ich liebe die Details. Die ganzen Details hier, die hier sind. Ey, hier war doch mal ein Schrank. Kein Schrank, aber sowas wie ein Tisch. So was Ähnliches halt, ne? Okay. What the fuck? Ah, und so kommen wir nochmal hierhin wieder zurück. Oh, guck mal, das haben wir ganz übersehen. Pistolenmuni. Nice. Wie kann man hier nochmal zurück? Aber warum sollten wir jetzt dahin zurück? Da müssen wir ja gar nicht mal hin. Okay, hier ist nichts. Was ist hier? Hier ist auch nichts. Okay. Aber man kann theoretisch hier nochmal zurück, ne? Aber warum sollten wir hier zurück? Ah, da ist ein Schatz. Wegschrein. Das ist ein Schatz. Okay, wir müssen eindeutig nochmal kurz dahin. Ups. Ich bin dafür, ich gehe nochmal dahin. Ich möchte unbedingt wissen, was ich da übersehen habe. Jedes Mal die falsche Taste. Stimmt ja. Ah, warte mal. Wir haben ja den Insignien-Schlüssel. Können wir den damit verwenden? Fragen über Fragen. Den Tieren geht's immer noch gut. Hoffentlich zumindest. So. Können wir gar nicht. Shit. Okay, aber ich denke mal, wir kommen oft genug noch hier zurück. Wir werden oft genug noch hier zurückkommen können und werden. Und deswegen denke ich mal, ja, können wir erstmal hier nichts machen. Aber gut, dass wir mal nachgeguckt haben, ne? Hätte ja sein können. Oh, das ist schon geil gemacht, ne? Es ist nicht mehr so schlauchig halt wie im Original, ne? Da bist du die Wege halt nur einmal quasi gegangen. Ins Dorf bist du zwar zweimal oder dreimal zurückgekommen, aber die Wege, die du hier lang gehst oder da hinten lang gehst, die bist du nur einmal lang gegangen und dann nie wieder. Und, das haben sie hier schon besser gelöst. Also jetzt kann man öfter nochmal irgendwo hin zurück. Man muss dahin zurück und dahin zurück. Also das haben sie schon deutlich gebessert. Außer ich und mein Deutsch. Das natürlich nicht. So. Oh, diese Bärenfallen, ne? Das ist so... Ah, guck mal, das ist offen. Oh, okay. Ich glaube, wir müssen hier sogar rein. Kann das sein? Müssen wir hier sogar rein? Warte mal, ich guck mal, ob man auch hier durchs Haus irgendwie rein kann. Ah, guck mal. Bäm, Alter. Mach die Tür auf, wollte ich gerade sagen. Alter. Ihr Verrückten. So. Haha. Bombe entschärft. Obwohl, nicht Bombe entschärft, Bombe deaktiviert. Bäm. Überraschung. Überraschung! Oh, shit, Alter. Der Kopf ist da einfach weggeplatzt.
weggefetzt worden, Alter. Was? Ah, guck mal. Ah, nein, warte. Ah, guck mal, der sieht mich gar nicht. Zack, tschüss! Hahaha. Ja, Mann. Aber guck mal, ich glaube, der ist auch ganz geschockt irgendwie, dass der Turm eingestürzt ist. Das war mein Lieblingsplatz. Da habe ich als Kind immer gerne früher gespielt. Mann, ey. So, warte, jetzt will ich eben kurz mal gucken, ob man im Brunnen jetzt irgendwas noch finden kann. Jetzt ist dieser Brunnen ja anscheinend offen. Ah, guck mal, hier. Ah, okay, hier ist aber, siehst du mal, keine Truhe. Keine Schatztruhe, nichts. Nur Fässer. Nur Fässer sind hier, Leute. Nur Fässer. Keine wunderschöne Schatztruhe, die auf uns wartet. Sehr, sehr schade. Oder? Nee, hier ist nichts. Oh nein, ich hör schon wieder eine rumstöhnen. Hallöchen. Boah, Alter, wie die hier so rumstehen mit den Küchenmesser, ne? Oh. Aber Radler, was heißt das? Ich kann kein Spanisch. Kannst du mir das hier beibringen? Oh, tut mir leid. Das war anscheinend ein bisschen zu viel verlangt. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel verlangt von der Alten. Von Leon. Das war ein bisschen zu viel für die Alte. Alter, der Turm ist aber umgestürzt, Alter. Wer hat den Turm in die Luft gesprengt? Naja, gut. Okay. Gehen wir weiter. Ach du Scheiße. Oh, shit. Ist das hier schon die Kirche oder was? Also sieht auf jeden Fall mehr aus wie eine Kirche als im Original. Im Original war das einfach nur so ein billiger kleiner Raum. Mit einem Essenstisch und Stühlen. Aber hier... Hier scheint es nochmal ein bisschen größer geworden zu sein. Boah, guck mal, dieser Nebel hier, ne? Ja, schon wieder Lord Settler. Warum beten die so einen Typen an? Ja, guck mal, man kann die Stühle einfach umkippen. Ja, so macht man das heutzutage, Leute. So macht man das heutzutage. Man sitzt sich nicht mehr auf Stühlen, man kippt sie einfach um. Illuminados, vierter Neunter? Oder vier von neun? Ach, keine Ahnung. Schlaf seilig und gedeihe, mein Kind. Was? Ach nee, es tut mir leid. Schlaf seelig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit sieben Zentnern, Weizen und seinen halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, und deine Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Okay. Das war crazy. Okay. Ja. Ich kann mit diesen Gedichten nichts anfangen. Was ist das denn für ein riesiger Kopf? Ja, schon recht unheimlich aus, ne? Ziemlich unheimlich. Wem gehört denn so ein riesiger Kopf? Ob wir das eines Tages noch herausfinden werden, Leute? Oh, guck mal, hier. Aha. Seidenkristall. Beautiful. Okay, was ist hier noch? Eine kleine Truhe mit Erste-Hilfe-Spray. Yeah, Mann. Oh Gott, ey, wir sollten echt mal ein bisschen hier aufräumen. Was können wir herstellen? Schrotmunition auf jeden Fall. Herstellen? Können wir irgendwas hier herstellen? Nee. Ja, das hier können wir machen. Oh, was ist denn das? Bolzen. Bolzen für den Bolzenwerfer. Ich habe keinen Bolzenwerfer. Ja, vielleicht kann man sich den ja irgendwo noch kaufen. Mal schauen, ne? wir haben das Sturmgewehr noch gar nicht ausprobiert, ne? Shit. Sollten wir mal machen, ne, im Laufe der Zeit. Komm, wir heilen uns mal ein bisschen. Nehmen wir mal ein Ei.
So, was ist hier? Flinte Munition. Sehr schön. Oh, ich liebe es. Schön die Flinte auffüllen. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Oh, der Händler! Ich hab neue Ware auf Lager. Händlertipp. Die vernünftige Entscheidung. Hast du satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich da was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst verschossene Bolzen einsammeln und wiederverwenden. Besser kann man sein Geld gar nicht anlegen. Und vergiss nicht, dir auch die Rezeptur für Bolzen zuzulegen, damit du deine überzähligen Messer in du ahnst es Bolzen verwandeln kannst. Verschwende nie wieder einen Gedanken an Munition. Immer noch dasselbe. Und das ist noch nicht alles. An dem Bolzen kannst du Nährungsminen als Minenaufsatz aufbringen und die Waffe so quasi zum Minenwerfer umfunktionieren. Schieß sie direkt auf einen Gegner und sie explodieren auf der Stelle. Schieß auf eine Oberfläche und sie werden zur Nahrungsmine. Also Nährungsmine, sorry. Du verlierst den Bolzen, aber das ist doch allemal wert. Komm, wirf einen Blick drauf. Ja, komm, wirf einen Blick drauf. Ja, Mann, mach mir gleich. Thank you. Come back anytime. Nur das Beste vom Besten. Ja, Mann. Oh, Mann, ey, ich liebe den Händler. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Ja, Fremder. Klingt gar nicht mal so scheiße. Konnte man sich am Anfang halt nie vorstellen, ne? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, glaube ich dir auch. Schlüssel der Jagdhütte, brauchen wir das noch? Boah, ich weiß es nicht. Ich behalte es vorsichtshalber. So, aber das können wir verkaufen. Besten Dank. Das können wir auch verkaufen, glaube ich. Kompass, über der langen Jahre in gutem Zustand gehalten wurde, lässt sich sicher verkaufen, ja. Ein hervorragender Deal. Besten Dank. Bitteschön. Ah, guck mal, noch ein Rubin. Aber den behalten wir vorsichtshalber. Aber außer den Smaragd, den können wir verkaufen. Ein hervorragender Deal. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Ja, ich kaufe... Kann ich was kaufen? Irgendwas Cooles? Ja, den Bolzenwerfer. Soll ich den kaufen? Ich weiß es noch nicht. Das ist, was ich derzeit habe. Ja, ich guck mir erstmal. Rezeptur, Blendgranate. Na dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Ja, dankeschön. Oh, die TMP. Ich will die TMP haben. Die ist am wichtigsten. Oh, mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Das hoffe ich doch. Ah, okay, dafür ist kein Platz mehr. Na dann, was kann ich für dich tun? Kann ich noch Ah, guck mal, wir können unser Messer aufleveln. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Auf jeden Fall. Hier, wie du es haben wolltest. Sehr schön, dann haben wir unser Messer jetzt auch mal ein bisschen aufgelevelt. Dann geht das nicht mehr ganz so schnell kaputt. Wäre und hat, das dann alles? Und hat natürlich mehr Kraft. Stirb mir da draußen nicht weg, haha. Nein, das werden wir nicht tun, als ob. Als ob. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere, Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Wäre jemand gewillt, mir zu helfen? Okay. Können wir tun, wenn ich herausfinde, wie man das machen soll. Keine Ahnung. Kann man das überhaupt irgendwie herausfinden, wie man das machen kann, wie man das machen soll? Muss man dann irgendwo hin zurück? Den gibt's doch nicht, aber was ist hier? Schreibmaschine, auch so. Okay, ich denke mal, das werden wir dann finden, wenn es soweit sein sollte. Wenn wir irgendwas machen können. Wenn wir irgendeinen Auftrag vollenden können. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das ist ein perfekter Punkt, um den Part hier mal zu beenden. So, jetzt nach den drei Parts, die so lange gegangen sind, würde ich sagen,
ist das hier ein perfekter Punkt, um den Part hier einfach mal zu beenden und den Part mal ein bisschen kürzer zu halten. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Part bei Resident Evil 4. Bis dann! Ciao!